Damen und Herren! Signoras e signori! Ladies and Gentlemen! Liebe Österreicherinnen und Österreicher, heute präsentieren wir Ihnen die Höhen und Tiefen einer Musikerlaufbahn. Es begann im Jahr 1949, als Klein Toni das Licht der Welt erblickte. Ein Star namens Toni Meyer, heute live bei uns im Hause Gottinger in Graz. Das gefällt dir? Ja, freilich. Na, zahlen! Zahlen! Signoras e signori. Kulturnachrichten. Das war der Trumpet Boogie mit dem unvergleichlichen Lumipa Sound. Tonis erster Welthit. Komponiert im zarten Alter von 5 Monaten. Ein Wunderkind. Ein Genie. Guten Abend. Die Meldungen. Bernbach. Toni Meyer hat seinen ersten großen Auftritt in der Blaskapelle. Dieses bedeutende Ereignis wird natürlich auch vom regionalen Fernsehen wahrgenommen. Links um! Halt, Acht! Musikanten, das geht! Ein Lied! Leg durch! 1, 2, 3, 4!
Das war die Talentprobe Nummer 1. Der volksnahe Musiker wird ein Star. Toni Meyer hält die Hand am Abzug zum goldenen Schuss bei MG, Max Greger. T wie Toni, M wie Meyer, wächst über sich hinaus. Die Welle des Erfolges trägt ihn in eine neue Welt. Wo Toni hin und auftritt, hinterlässt er seine Spuren. Hit des Tages, Il Frequenzio. Plötzlich schwebt eine Brieftaube mit 86 Kilo Lebendgewicht ins Haus Meyer. Es ist eine aus der weststeirischen Zucht. Sie überreicht unserem Mundstück Valentino mit der typischen Handbewegung des österreichischen Fiskus einen Brief. Dieser ist 37 Zentimeter lang,
und 16 Zentimeter breit. Mit seinem Kunstfinger, es ist der zweite von rechts, öffnet Toni Meyer die Botschaft. Ostwind kommt auf. Der Star-Trompeter wird wegen musikalischer Umtriebe nach Sibirien eingeladen. Begleitet von einer Politesse der transsibirischen Fußgängerzone, unterstützt von einem Wegweiser aus dem Nachlass der Schuko-Aktion. Проходите. Thank you.
New York. Es ist kurz vor Mitternacht. High Moon. Ort der Handlung, ein Jazzclub, nähe 52nd Street. Tony Meyer lehnt an der Bar, setzt seine whiskytriefende Trompete an die Lippen und spielt einige seiner wundervollen Melodien. Wenn der Tony spielt, werden die Mädchen wild und das macht nur die Trompete. Denn jeder hohe Ton ist eine Attraktion und der Abend wird zu Fete. Ja, schöner als Gesang ist der Superklang, Mädchenherzen gehen in Fransen. Wenn die Band dazu swingt, jeder Aufriss gleich gelingt, Tony lässt die Puppen tanzen. I'm just a gigolo and everywhere I go, people know the bar I'm playing. Paid for every dance, selling each romance, ooh, what to say. There will come a day when you will pass away. What will you say about me when the end comes? I know I'll be just a gigolo. Life goes on without me, cause I ain't got nobody, nobody cares for me, nobody cares for me, nobody. I'm so sad and lonely, sad, lonely, sad, lonely, lonesome sweet mama, come on, take a chat with me, goodbye and go back. Boasty, boasty, bop, city bop. I ain't got nobody, nobody cares for me, nobody cares for me, nobody. Hunderte, ja tausende heißblütige Amerikaner auf der südlichen Halbkugel bereiten sich auf einen Empfang des Steirers aus dem Westen vor. Samba made in Styria. Der Weg zu seinem Erfolg scheint gesichert.
New York. Eine Bar in Manhattan. Konversation über Parapsychologie. Plötzlich neues Thema. Wetter morgen. Sonnenschein und Zukunftstraum. Wenn der Toni mit der Froni. Mrs. Meyer ist ebenfalls Künstlerin. Sie schwenkt in die Umlaufbahn des Erfolges. Sie ist Stimmbandakrobatin. PS. Wie verlautet ist der Ehemann von Mrs. Meyer nicht Bürgermeister von Bernbach. Seine Frau singt trotzdem. Es wird vermutet, mit Erfolg.
Neueste Meldung, Toni May in der Salmonellenkrise. Neueste Nachrichten. Das Neueste. Toni May in der Salmonellenkrise. Die Meyers in der Salmonellenkrise. Ihre hart verdienten Dollars aus weichem Papier waren mit einem Federstrich dahin. Der Druck wurde stärker. Die Farm wurde zur Farce. Das Ei des Kolumbus blieb in der Henne. Das heißt, Aufbruch für die Meyers aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Meine Hühner sind krank, hab kein Geld mehr im Schrank. Und die schöne Geflügelfarm machte mich arm. Ich hab viel Federn gelassen, meine Frau hat mich sitzen lassen. In Amerika, da läuft nichts mehr, meine Taschen sind leer. Ich hab verloren, wie nur einer verlieren kann. Der Herz oder Hirn hat, aber die Geniermine, ich hab euch alles gegeben. Die schönsten Eier, ziemlich groß, gar nicht teuer. Einen Dollar musstet ihr mir dafür geben, das war mein Leben, mein botschaftes Leben. Hektik im Hause Meyer. Das Heimweh drängt zum Aufbruch. Thank you.
Walter Raut und Toni Meyer wieder auf Tour in Österreich. Ihr Kommen löst eine Stadtflucht aus. Die Aussteiger steigen wieder ein. Grün wird weiß. Und wer weiß, ob alles wieder grün wird. M und M, 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 FV. Meier und Meier machen Musik fürs Volk. Jetzt suche ich ein paar Jahre schon in Österreich im Ehegespann. Doch wie ich suche, es ist der Fritt. Ich finde es manchmal nett. Schüchtern ist mein Klugenfurter, fragt wenn jeden Schmott sein Mutter. Der Hans ist auch kein Weiberheld, will nur heim nach Fürstenfeld. Nur Graukast frisst der Duxer Hirs, drum riechen grad so seine Fies. Bei einem von diesen vielen Männern möcht ich halt gern jodeln kennen. Die Schlagzeilen. Aus Zeitmangel verbinden wir die Schlagzeilen mit dem aktuellen Wetterbericht. Nach einem langen Tief in unserem Programm, das vornehmlich von Toni Meyer und seinen Mannen beherrscht wurde, zeichnet sich endlich ein Hoch ab. Wir erleben unwiderruflich die letzte Programmnummer.